Tja, da hatten wir Besuch im Europäischen Parlament dieses Mal von einem Präsidenten eines ganz kleinen afrikanischen Staates, Côte d'Ivoire. Und er hat uns erzählt, dass 25% seiner Bevölkerung Flüchtlinge sind. So dramatisch ist das in Afrika, der innerafrikanische Flüchtlingsstrom. Und da fällt es uns schon schwer, nachzuweisen, warum wir nicht in der Lage sind, in Europa die Flüchtlinge auch so fair zu verteilen, dass einige Staaten sich dem widersetzen. Und das wird in der nächsten Woche in der Ratssitzung Thema sein. Und wir haben es hier auch gemeinsam besprochen und Druck ausgeübt. Das Energielabel, das ist das zweite, ist in Kraft. Jahrelang habe ich daran gearbeitet. Es wird klarer, es wird übersichtlicher von A bis G. Wir werden es sukzessive umstellen. Und es wird so gemacht, dass der Handel und die Industrie nicht unzumutbar belastet wird. Ich hoffe, es war ein gutes Ergebnis, es war ein Kompromiss. Nicht alles gefällt mir, aber ich glaube, ein praktisches, weiteres, gutes Ergebnis für Bürger in Europa. Und ja, und das Roaming ist abgeschafft. Es gibt keine Roaminggebühren mehr. Jetzt ist der Tag, an dem das beendet wurde, heute. Und die Bürgerinnen und Bürger werden wieder einmal spüren, es gibt ganz praktische, manchmal auch kleine Dinge, die Europa voranbringt. Aber es gibt große Dinge, wo wir uns schwer tun, wo wir nicht so gut vorankommen. Und das ist zum Beispiel auch bei den Themen der Klimapolitik, der Energiepolitik. Oder wie wir hier diskutiert haben heute, wie kriegen wir mehr Wachstum, mehr Industrie in Europa hin? Und wir haben es hier gestritten, weil manche immer noch meinen, mehr Gesetze oder mehr Geld wäre die Lösung. In Wirklichkeit geht es um weniger Vorschriften, mehr Innovation, mehr Freiräume für die Industrie, um voranzukommen. Last but not least, ich habe mit der Kommissarin Bulc über die Zeitumstellung geredet und wir waren uns einig, das ist ein drängendes Thema, wir müssen uns darum kümmern, aber es ist eben mühsam und wie immer ist es ein Bohren dicker Bretter.